KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier. Genau, es Entschuldigung, jetzt muss nochmal anfangen. Santa Claus klopft an der Tür. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Er fängt dich nochmal an. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Erik. Hallo, hallo. Ja, wir sind's wieder und wir haben heute ein dichtes Programm, vollgepackt mit neuen Kinofilmen, mit Serien, die gerade neu gestartet sind oder die auf jeden Fall empfehlenswert sind, die man mal gucken sollte. Deswegen halten wir uns nicht lange auf und starten doch gleich mal rein in die Sneak Preview der vergangenen Woche, wo der Chris immer noch alleine oder war Kate mit? Weiß gar nicht. Kate war mit. Nee, du warst mit, weil keine Wertung, okay. Also Kate und Chris waren da beide im Kino in The Virtuoso in Originalversion. In welcher Sprache war das denn? Es gab ja da so Befürchtungen. Es gab kurzzeitig Befürchtungen, weil vielleicht kurz die Vorgeschichte dazu. Ich wusste eigentlich, was kommt und wusste, dass... Okay. Alles in Ordnung? Der Chris weiß das manchmal. Ja, ich weiß das manchmal. Und wusste allerdings nichts zu diesem Zeitpunkt, dass es plötzlich heißt, ja, kommt in Originalfassung. Und war dann kurzzeitig irritiert, weil ich denke, mit der Sprache hätten mehr Leute Probleme gehabt als mit Englisch, wie es dann jetzt im Endeffekt war. Es kam dann auch ein anderer Film, der kurzfristig reingeschoben wurde und es handelt sich um The Virtuoso, dem neuen Film von Director Nick Stagliano in den Hauptrollen Anson Mount als der Virtuoso, Abby Cornish als The Waitress und Anthony Hopkins als The Mentor. Und das war's dann auch schon mehr. Das sage ich zu diesem Film nicht, weil es wäre alles gespoilert. Nein, wäre es natürlich nicht. Und zwar Anson Mount, also The Virtuoso, es ist wirklich so, die Namen werden nicht so wirklich genannt. The Virtuoso ist ein Auftragskiller und zwar ein ziemlich sauberer und lautloser. Das sieht man schon relativ zu Beginn und er hat dann bekommt einen Auftrag, der ein wenig schief läuft, weil es ein... wie nennen sie es im Film, glaube ich, Collateral Damage, auch so einen Kollateralschaden gibt, der ihn nicht mehr loslässt. Sieht man, glaube ich, im Trailer, dass da ein Kind irgendwie erwischt wird. Nein, es wird nicht das Kind erwischt. Ach so, okay, dann denkt man das, nachdem man den Trailer gesehen hat. Ja, also es wird nicht das Kind erwischt, auf jeden Fall lässt ihn das nicht los und beschäftigt ihn dann doch mehr als gedacht und bekommt dann auch von Anthony Hopkins erstmal eine riesen Rede an den Kopf geworfen, mehr oder weniger, ein Pamphlet über die Menschheit, wo eben auch einem klar wird, okay, Anthony Hopkins ist ein guter Freund gewesen vom Vater von The Virtuoso. Und deswegen heuert er ihn auch immer wieder an. Und es kommt dann auch dazu, dass er einen neuen Auftrag bekommt, allerdings mit relativ wenig Informationen, mit weniger Informationen als sonst. Er muss quasi selber rausfinden, wer sein Ziel ist und muss dazu in ein Kleinstädtchen fahren. Und ab da wird es dann richtig schräg. Er trifft dort in dem Städtchen oder im Café, im Diner, dort trifft er auf Abby Cornish, die dort allem Anschein nach ihre Tante vertritt, weil die krank ist. Dann kommt der Police Officer, der Deputy, gespielt von David Morse, den kennt man auch, wenn man ihn sieht, kommt rein. Das ist alles so eine ganz, ganz komische Situation. Es sind noch andere Menschen im Raum und es wirkt alles total unecht und total, ja, einfach seltsam. Und er ist immer noch auf der Suche nach seinem Ziel. Er erklärt dann quasi auch im Selbstgespräch, also in seinem Kopf, hört man die Stimme des Kopfes, wie er so die einzelnen Leute durchgeht und sagt, der ist das, der ist das, der macht das. Der hat da bestimmt eine Waffe, darauf muss man achten. Da ist ein Fluchtweg, hier ist da und überhaupt und blablabla. Es ist krass, was da alles in seinem Kopf vorgeht und wie das gemacht ist, weil der Film komplett ruhig ist. Also der ist sehr, sehr ruhig. Der ist nicht irgendwie
so super Action-Szene an Action-Szene, sondern einfach, er ist ruhig, zurückhaltend und sauber, wie eben die ganze Arbeit dieses Profikillers. Und es entspinnt sich dann aus den dort im deiner anwesenden Leuten eine etwas andere Geschichte als wohl geplant. Und wer mit wem und wie und warum unter einer Decke steckt und was geplant und so, das verrate ich natürlich nicht. Das wäre zu viel. Ich kann nur so viel verraten, dass der Film relativ dunkel ist die ganze Zeit und das dem Film unglaublich gut tut, weil der eine ganz, ganz, ganz spannende Atmosphäre dadurch schafft. Man hockt jetzt nicht dran und verkrallt sich wirklich in seinem Kinosessel, sondern man schaut sich das an und ich will jetzt nicht sagen, man kann sich schon fast in die Situation versetzen oder mitfühlen, aber man fühlt sich einfach mitgenommen auf diese Reise, auf dieses Vorgehen, auf diese Joberledigung vom Virtuoso. Und das macht diesen Film so, wie ich fand, richtig, richtig krass, weil er strotzt vor Ruhe und trotzdem ist er gleichzeitig harte Realität teilweise. Und man kennt es ja sonst, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ja, ein Film über einen Profikiller, dann denkt man natürlich erstmal dran, okay, der liegt irgendwo mit seinem Scharfschützengewehr oder läuft einfach rein, schießt die Leute über den Haufen, rennt wieder raus und so. Und so ist es halt in dem Fall mal nicht. So ein bisschen anders einfach gemacht und das aber auf eine verdammt gute, ruhige und dadurch, wie ich finde, auch beängstigende Art und Weise. Kate, habe ich irgendwas vergessen? Nee. nee, also ich muss echt sagen, ich habe am Anfang nicht ganz verstanden, wo der Film hingeht. Und auch diese ganze Szene in dem Diner dann, irgendwie alle haben nicht so und was aber dann im Laufe des Films und auch dann bis zum Ende hin alles aufgeklärt wird. Und das wiederum hat mir sehr, sehr gefallen. Der Film grundsätzlich fand ich ihn gut. Ja? Wie du schon sagst, es ist ein sehr ruhiger und aber dunkler Film. Aber er ist unglaublich spannend auch. Also man will unbedingt wissen, wie es weitergeht und man hat dann so zwischendurch einen Verdacht, der dann aber wieder zerschlagen wird oder dann doch wieder bestätigt wird und man grübelt schon so ein bisschen mit, was steckt denn da dahinter? Und ja, was man dazu sagen muss, man muss auf kleine Details achten im Film. Der Film lebt von kleinen Hinweisen, die dir dann im Nachhinein auch auffallen. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Weil ich habe zwischendurch, habe ich was gesehen, dachte so, hä? Und hinterher dachte, und dann wurde es wurde aber nie wirklich benannt und auch nie wirklich aufgegriffen. Erst ganz am Ende war dann klar, hey, mir ist es tatsächlich aufgefallen. Das fand ich echt gut. War gut gemacht. Also ihr liegt ja, damit. Sehr viele kleine Details wirklich. Also das ist wirklich, und spannende Details und teilweise auch gewollt, ja, dass du da als Zuschauer auch einfach dran hockst und du denkst, ah ja, alles klar. Und dann, ah ja, nee, doch nicht. Deswegen ist echt, echt cool. Also sehr, sehr cool. Ich glaube, Erik, dass der dir extrem gefallen hätte, weil du auch auf solche Art von Filmen, glaube ich, echt stehst. Boah, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich war mal ein bisschen bei IMDb. Ich habe ja den Trailer diesmal angeguckt, weil ich nicht gedacht hatte, dass ich mir den angucke und habe auch bei IMDb ein paar Kritiken gelesen. Boah, ihr könnt ja die mal überfliegen. Also die lassen nicht viel gute Haare an dem Film, weil es wirklich sehr, sehr ruhig sein soll, langweilig. Da wird erzählt, dass man nebenbei lieber Staub gesaugt hat, den Film einfach laufen lassen hat und so und eigentlich nichts verpasst hat und so. Und das tut mir leid, sehr leid für diese Menschen. Ja, vielleicht ist es auch was anderes, wenn man es im Kino sieht. Vielleicht lief das in den USA jetzt schon im Streaming-Service, dass man den zu Hause laufen lassen kann. Vielleicht ist es da was anderes, wenn man im Kino quasi gezwungen ist, jetzt da das anzuschauen und mitzuerleben. Das ist ja immer noch mal ein bisschen ein anderer Faktor. Ja, ich merke mir mal vor, fürs Heimkino vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit. Fall. Aber dann in dem dunklen Raum anschauen unbedingt. Boah, ja gut, ich bin hier im Keller, ne? Kann ich hier im Keller gucken.
Ja, also IMDb liegt auch, also im Durchschnitt, also haben echt schon viele abgestimmt, bei 4,9 von 10. Weit weg. Bei ja, 8 von 10. Über 4000 Leuten, die schon abgestimmt haben, was nicht wenig ist. Und ja, ich sehe eure Wertung hier. Chris, du hast deine ja nochmal aufgewertet gegenüber dem, was du in der Gloria Sneak Facebook hast. Ja, eine Sneak hatte ich, glaube ich, 7. Ne? Ja. Ja, dann gehen wir hier auch auf 7, dann ist einheitlich. Genau, Konsistenz ist wichtig. Nee, doch. Ja. Kate, was gibst du? Auch 8 Punkte. Auch? Der ist okay. Gut. Ja. Also, der ist gut. Ja, der ist spannend. Es gab auch welche bei IMDb, die da hohe Wertung gegeben haben, aber das waren eine verschwindend geringe Anzahl. Wahrscheinlich muss er gerade genau so den Nerv treffen, dass man sagt, ja, das gefällt mir. Ja. Wie es halt immer so. Also in unserer Gloria-Sneak-Gruppe ist er zwischen 2 und 9, warum jetzt auch immer bei mir 9 dran steht. 2 ja, und 8 ist er da drin. Deswegen. Wenn wir einmal schon bei der Gruppe sind, wie sieht denn der Tipp für morgen aus? Ja, es gibt natürlich einen Tipp für morgen und der nennt sich Willkommen daheim. Sind schon Tipps eingegangen? Ja, es ist eingegangen. The Forever Purge, wäre ich sowas von dabei. Dann Albträumer, Escape Room, wahrscheinlich der zweite Teil. Und das ist aber ein Running Gag, ist jetzt James Bond. Ich sehe noch einen. Haben wir. Ich sehe hier nur die. Ich sehe noch L.A. Rebels, Ausbruch der Gewalt, sogar mit einem Trailer angehängt. Genau, da könnte es auch sein. Weil da geht es darum, dass welche nach Hause zurückkommen in ihr Ghetto und so. Willkommen daheim. Jetzt ist da. Genau, dann schauen wir doch mal, was uns dann morgen erwartet. Und eventuell schaffe ich es auch mal wieder. Mal gucken. Und ansonsten machen wir weiter mit den gesehenen Filmen. Da hatte ich ja auch noch eine Heimsneak. Heimkino. Meine Heimsneak, die ihr euch beide erspart habt, was ich durchaus verstehen kann, war der Film Jolt. Auf Amazon Prime konnte man diesen Film sehen. Ist mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle und Bobby Cannavale und Jay Courtney. Jay Courtney hat ja in diesem nicht vorhandenen vierten Teil von Stopp langsam mitgespielt, zum Beispiel. Oder war das der fünfte? Ich weiß gar nicht, wo die da in Tschernobyl, dieses völlig Banane. Ja. Jedenfalls geht es hier darum, dass Kate Beckinsale, die hat irgendwie schon seit frühester Kindheit ein Aggressionsproblem. Das heißt, wenn sie nur wirklich ganz gering getriggert wird, ja, dann tickt sie gleich völlig aus und richtet da Bloodshed an und sowas. Also selbst im Kindergarten wird das schon gezeigt. Und dadurch hat sie halt eine Störung entwickelt, die sie ja natürlich auch später dann im Leben sehr, sehr schwer macht, weil wer will schon mit irgendjemandem interagieren, die bei den kleinsten Sachen völlig austickt und alles in Schutt und Asche legt und Leute verprügelt, krankenhausreif und so weiter. Also sie hat dann diese Impulskontrollstörung und ist deswegen bei Stanley Tucci in Behandlung, der ihr Psychiater ist, der auch im Rahmen seiner Psychiatriestunden, im Rahmen seiner Sitzung, oder wie sich das nennt, immer so ganz am Rande ist von dem, dass sie ihn völlig, also sie hat dann immer so Bilder im Kopf, die sehen wir dann auch als Echtfilme, was sie mit den Leuten anstellen würde. Das ist also immer das übelste Blutbad, so mit Kopf rausreißen und dann sonst was. Und ist alles sehr bildlich dargestellt und diese Traumsequenzen, nenne ich es mal, die sehen halt sehr realistisch aus. Also es wird alles so mit den echten Schauspielern gemacht, ist jetzt nicht irgendwie gekünstelt oder so. Und ja, er hat dann irgendwann mal die Idee, dass er sie mit einer Art, wie man es bei, es gibt ja in den USA diese furchtbare Methode bei irgendwelchen Hunden, die nicht hören, die kriegen so ein Elektroschock-Halsband, sowas ähnliches macht er bei ihr. Sie kriegt eine Elektroschock-Weste, wo sie dann halt immer Elektroschocks bekommt, dass sie wieder irgendwie zurückkommt. Und es gibt da so eine Art Fernbedienung dafür. Da kann dann halt auch jemand sie aus der Ferne wieder quasi runterbringen von ihrem, wenn sie mal wieder hochkocht.
Ja, so ähnlich wie bei Judge Dredd damals, dieser eine Typ, der da im Kopf so ein Ventil hatte, wenn man das gelöst hat, hat so kurz gepfiffen, dann ist er wieder runtergekühlt in dem alten Judge Dredd-Film. Ja, jedenfalls so hier ist es auch, aber dann, sie kann dann auch wieder irgendwie so ein halbwegs normales Leben führen und lernt da auch einen Typen kennen, gespielt von Jay Courtney, in den sie sich dann so ein bisschen verknallt und so, und das ist auch so, ja, seit langer Zeit mal wieder, dass sie zu jemandem mal Vertrauen aufgebaut hat. Blöderweise wird der halt nach den ersten Dates irgendwie ermordet. Und sie begibt sich dann halt auf die Suche, wer für den Mord verantwortlich sein könnte. Und ihr sind dann auch noch so ein paar Polizisten auf den Fersen. Und darum geht es eigentlich in dem Film. Was irgendwie relativ spannend klingt, ist gar nicht so spannend, ist dadurch, dass halt so explizit dargestellt wird, fand ich es ein bisschen sehr oben drüber, was bei anderen Filmen, auch hier bei, was weiß ich, bei Cash Truck oder sowas oder bei anderen, hier selbst bei diesem Boss-Level oder so, was irgendwie auf eine comichaft nette, lustige Art gemacht war, wo du gesagt hast, okay, das ist Quatsch und das wissen die auch alle, ist hier so mit so einer Ernsthaftigkeit gemacht, was mir da nicht gefallen hat, weil ich muss das dann nicht sehen und das hat mich auch irgendwann ermüdet, dass ich immer gesehen habe, ja, sie lernt jetzt jemanden kennen und flupp kamen gleich so diese Traumsequenzen, wie sie die Leute killen würde am liebsten und sonst was. Es war halt irgendwann zu viel und ja, und dann dieser, ja, ich will mal nicht zu viel verraten, also die ganze Story passt eh auf so einen Bierdeckel und würde jetzt in früheren Zeiten wäre das in der Videothek irgendwo so im unteren Regal gelandet, so als Actionfilm. Da gehört es eigentlich auch hin, also das gehört jetzt nicht ins Kino und das hat auch keine großartige Relevanz. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass es da noch irgendwie weitere Teile gibt, weil da hat es der Film so mehrfach drauf angelegt, irgendwie so Brücken zu bauen, dass da eventuell noch mehr kommt. Ich meine, Kate Beckinsale hat ja, wie hieß das mit diesen Lykanern und so, oder Underworld war das, ne? Da hatte die ja einen ganz guten Lauf gehabt, so im Action-Genre und da kam ja irgendwie gefühlt jedes Jahr ein neuer Film. Das ist ja nur irgendwie so ein bisschen zu Ende. Vielleicht wollte sie sich hier da was Neues aufbauen, so ein bisschen, ja, als weiblicher Jason Statham und so. Es funktioniert nicht irgendwie. Es hat mich nicht gecatcht so richtig. Also ich gebe da wirklich nur 4 Punkte. Ja, bin froh, dass ich es nur auf Amazon Prime gesehen habe, hier im Heimkino und da nicht irgendwie im Kino das gesehen habe. Ich glaube, so als Sneak-Film im Kino wäre es ganz okay gewesen. Da hat man auch schon Schlimmeres, aber ja, sonst war das nicht der große Wurf. Jolt. Obwohl es riesig beworben wird auf Amazon Prime. Also sie scheinen da sehr überzeugt davon zu sein. Vielleicht haben sie auch schon Deal in der Tasche für die nachfolgenden Filme und haben sich gedacht so, hey, das pushen wir jetzt richtig und dann Ja, schade. Wurde mir auch schon angezeigt, ja. Aber ich mag Kate Beckinsale nicht. Deswegen habe ich sie angeguckt. Ach komm, Kate Beckinsale ist toll. Es gibt Leute, die ich weniger mag, sage ich mal. Deswegen konnte man das durchaus mal gucken. Also ich mag Kate Beckinsale. Ja. Kommen wir mal zu dem anderen Film, der quasi jetzt noch im Kino läuft, gefühlt, und jetzt schon auf Sky auch war, genauso wie Godzilla vs. Kong. Ich empfinde jetzt schon Schmerzen. Du willst dich aussprechen oder willst du ihn vorstellen? Nein, du darfst es sehr gerne machen. Du hast gesagt, guck den an. Habe ich also, nicht hab gesagt. Ich Moment. Jetzt zitiere ich Moment, mal aus unserer Gruppe. Ich habe gesagt, ich gucke jetzt das, habe ich, glaube ich, gesagt. Und dann kommt jetzt auf Sky. Ach so, das war jetzt nicht als Aufforderung, das war nur für euch gemeint. Also der kommt auf Sky, wollte ich euch nur sagen. Ja. Okay, für mich war das total euphorisch. Wir haben ihn uns angetan. Also sonst, wenn ich euch Filme nahelege, dann guckt ihr die nicht, hier, wie diesen mit Angelina Jolie hier, der echt gut war, der mit dem Brand. Den guckt ihr wieder nicht. They Want Me Dead, oder wie das heißt? Ja, den guckt ihr wiederum nicht. Ja, der war echt gut. Und den will ich noch gucken. Und, ja, und das hier, weißt du, das schreibe ich einmal. Ja, ich gucke jetzt, übrigens den Monster Hunter, kommt auf Sky. Und dann schaltet ihr gleich alle ein. Also, wer konnte das denn ahnen? Ich muss meine Worte mal auf die Goldwaage legen hier. Jedenfalls, also, Monster Hunter. Chris, du bist doch... Nein, ich habe den nächsten Film noch. Du bist doch auch im Gaming... Nein, ich will nur eine Frage stellen. So. Ganz ruhig. Warte, ich schalte mal deine Elektroschock-Weste hier. Okay, danke. Warte.
So, jetzt bist du. Okay. Hast du das Game oder eins der Games schon mal gespielt, Monster Hunter? Mir wurde das tatsächlich empfohlen, es mal anzuschauen, aber ich habe es nie angedattelt, weil es war irgendwie nie so die Zeit dafür. Und weiß allerdings, dass die Games zum Teil, also der erste Teil oder das erste, bevor die ganzen Add-ons kamen, wohl richtig gut sein muss oder war, aber ziemlich auch kaputt geaddont wurde oder sowas. Also das ist das, was ich gehört habe. Okay. Da war jetzt viel, so ein bisschen viel Hörensagen mit drin. Ja. Monster Hunter ist eine sehr erfolgreiche Spieleserie von Capcom, die damit zum, glaube ich, fast ersten Mal geschafft haben, dass ein typisch japanisches, ja, würde ich mal sagen, Rollenspiel mit Kampfelementen es geschafft hat, im Westen richtig durchzustarten. Ja, okay. Während Pokémon war ja eher so ein bisschen, ja, kindlich. Das war ja auch mehr oder weniger ein Rollenspiel, so ein bisschen Action-Rollenspiel. Und Monster Hunter hat es halt eher geschafft, auch so das für die größeren Kinder und Erwachsenen da mal ein bisschen im Westen zu platzieren. Ist wahnsinnig erfolgreich, gibt es auf diversen Plattformen. Und ich glaube, das erste Mal war irgendwie PlayStation 2, kann ich mich erinnern. Und ja, mittlerweile Switch sehr erfolgreich, weil da kann man es auch schön mitnehmen. Gibt es auch diverse Add-ons, wie du gesagt hast. Wobei, hier ist mein Eindruck eher, dass mit den Add-ons, du kriegst ja komplette Länder mit dazu. Und das fand ich schon nicht verkehrt bei diesen. Also ich habe es jetzt nicht. Ich habe es selber nicht gespielt, deswegen Hörensagen alles. Ja, ja. Es kann natürlich sein, dass jemand sagt, oh, da muss ich schon wieder ein DLC kaufen und so, ich will das nicht. Das kann natürlich sein, dass das jemand so sagt, weil du kannst halt dann immer in den jeweiligen neuen Ländern dann auch neue Waffen, neue Monster, die du halt in dem Originalspiel dann nicht hast, ne? Und das könnte halt zu Unmut führen. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Jetzt hat halt Konstantin Film in Zusammenarbeit mit Tencent und den Toho Studios, die ja zum Beispiel, die ich immer mal besuchen will, weil die ja Godzilla gemacht haben. Man kann sich in Japan da diese Godzilla-Bauten anschauen, da die Städte und so. Das muss ich irgendwann mal schaffen, ist in meiner Bucketlist. Und ja, die haben zusammen Monster Hunter jetzt aus der Taufe gehoben, nachdem ja die sehr, sehr erfolgreiche Filmserie Resident Evil, die zwar qualitätsmäßig immer schlechter geworden ist gegen Ende, aber trotzdem wahnsinnig erfolgreich war, speziell im asiatischen Raum, haben sie sich gedacht, okay, jetzt probieren wir es mal mit einem anderen Spiel, was auch so ungefähr in dieselbe Kerbe schlägt, und haben sich Monster Hunter vorgenommen. Und ich habe den Trailer, da gab es ja viel Gegenwind, so, weil das natürlich hat wenig mit dem Spiel zu tun. Also im Spiel ist man halt in so einer Fantasiewelt komplett, und da ist im Trailer hat man ja schon gesehen, dass jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, wie heißt sie, unsere Hauptdarstellerin? Mila Jovovich, genau, weil man gerade die ganze Zeit Kate Beckinsale, irgendwie war gerade stuck in my head hier. Mila Jovovich da als Kämpferin, der von der US-Armee plötzlich in einen Sturm gerät und dann in diese Welt verschlagen. Nee, Moment, das ist die UN-Einsatzgruppe, das ist, glaube ich, nicht die US. Ist das UN? Okay. Ich glaube, es war die UN. Sie sind auf jeden Fall in Afghanistan. Ja, das ist so Weltkarte drauf. In Afghanistan sind sie auf jeden Fall, als das passiert. Und ihr Mann, Ehemann Paul W.S. Anderson, hat auch wieder den Regiestuhl übernommen, genau wie bei vielen Resident Evil-Filmen. Schick. Und sie wird halt mit ihrem Trupp von Armeesoldaten, sage ich mal, in diese Fantasiewelt verschlagen, und dort ist so ein bisschen das zehnkleine Jägermeister-Prinzip, wo dann erstmal so alle nach und nach ausgelöscht werden und sie bleibt so als einzige übrig, und wir sehen, okay, diese andere Welt, die meint es nicht sehr gut mit denen, da gibt es offensichtlich sehr viel feindliche Aktivitäten in Form von irgendwelchen Monstern, wilden Tieren, Spinnen und sonst was allem. Und dann lernt sie in dieser Welt, in der sie dann trifft, dann den Schauspieler Tony Jaa kennen, der hier den Hunter spielt. Und er, ja, am Anfang ist so ein bisschen Buddy-Movie-mäßig, also sie können sich irgendwie überhaupt nicht verstehen und bekämpfen sich und so, ach, das haben wir ja noch nie gesehen, sowas, ach ja. Und Schokolade? Er bekämpft sie, er nimmt sie gefangen und so, und das kommt ja relativ spät mit der Schokolade, also das haben sie sich ja schon halbwegs vertragen. Aber am Anfang dieses typische Buddy-Movie-Ding, und er hat da sich so einen Unterschlupf gebaut. Wir haben auch ganz am Anfang gesehen, so eine Szene, wie so ein Schiff durch dieses
durch dieses Meer aus Sand Sandwüste. Fährt. Ja. Ja. Und quasi attackiert wird. Und Tony Jaa ist offensichtlich der einzige Überlebende, der sich auf so eine Art Felsen gerettet hat, sich da eine Höhle gebaut hat, um sich abzusichern. Moment, fliegt er nicht vom Schiff runter? Oder so, ja. Ich dachte, er ist vom Schiff runtergeflogen. Das sagt meine Erinnerung. Ja, kann sein, ja. Jedenfalls baut er sich da einen Unterschlupf, wo die Monster nicht rein können. Und er hat sich da auch schon ein bisschen, er weiß, wie das läuft. Also nachts kommen da manche raus, manche kommen tagsüber raus. Bei manchen darf man die Flächen nicht betreten, wie bei den Tremors, hier bei den Raketenwürmern und so weiter. Und ja, er nimmt sie dann so ein bisschen an der Hand und hilft ihr dann so ein bisschen. Und sie sagt aber, ja, da ist unser Humvee, und da ist eine Panzerfaust drin, und damit können wir doch das große Viech, was da unter der Erde ist, dann schon mal besiegen und können dann irgendwie mal weiter zu dem eigentlichen Teil, weil sie wieder zurück will in ihre Welt. Und das alles ist irgendwie ganz schön Banane, irgendwie hat mir da so der Flair von dem Spiel gefehlt. Ich habe es nämlich zuletzt doch einige Male auch gespielt, weil mein Kleiner wollte das gern haben, das Spiel. Und das ist ja ab 12 auf der Switch. Und da habe ich gedacht, okay, der ist ja 9. Da habe ich gedacht, okay, da will ich mir das erstmal angucken. Ja. Gucke ich mir die Demo an und habe das auch gespielt. Und da ist halt so, das ist halt so dieses typische Looten, Kämpfen, Leveln und so. Ne? Du bekämpfst halt die Monster, kriegst dann mehr XP und kannst die dann verteilen und so. Kannst dann stärkere Monster, erstmal kleinere, größere. Kannst dann aus den Sachen, die du da bekommen hast von den Monstern, dir was bauen, coole Waffen und so. Warum muss man hier unbedingt diesen Dreh finden, dass da die Marines... Ich kann ja verstehen, dass irgendwie Leute aus unserer Welt, die den Film oder die Spieleserie nicht kennen, dass die irgendwie connecten können, dass da jemand aus unserer Welt da rein verschlagen wird. Ist ja okay. Aber dann kann man es doch eigentlich auch so starten lassen, dass es gleich in der Welt beginnt und dann plötzlich jemand ankommt und man muss sich halt arrangieren. Warum dieses ganze Bananenzeug mit diesen Marines da oder was die waren und dieses ganze Buddy-Movie-Ding und so. Man kann sich da einfach verbünden gegen die Monster und dann von einem gegen das nächste. Und ich fand auch, für die Zielgruppe, der Film ist ja ab 16. Mein Kleiner hat schon immer irgendwie in der Vorschau mal gesehen gehabt, dass es den Film gibt. Und habe ich gesagt, nee, den kannst du noch nicht gucken, der ist ab 16. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich gesagt, ja, den zeige ich ihm auch nicht. Und das finde ich auch eine sehr große verpasste Chance, weil die Spieleserie ist auch gerade bei kleineren Kindern sehr beliebt. Und warum muss man da unbedingt diese in dem Sinne unnötigen Gewaltszenen reinbringen? Gerade am Anfang, wo dieser Marinentrupp aufgerieben wird, da sind sehr viele extrem gewalttätige Szenen drin. Und das hätte man einfach lassen können und dann hätte man es einfach wirklich so Mensch gegen Monster, und das ist dann eigentlich erträglich, weil das sind ja Monster, das sind keine Menschen, aber wenn hier Menschen zu Schaden kommen, das ist halt schon übel und das kann man Kindern nicht zeigen, und hätten sie vielleicht eine 12er Freigabe bekommen und dann wäre es ein cooler Kinder-Action-Film auf Basis von einem Videospiel geworden, aber nein, man musste eben unbedingt versuchen, da irgendwie was reinzubringen. Also war insgesamt schon sehr enttäuschend für mich, weil ich hatte mir da mehr erhofft. Weiß nicht, wie es euch da so sehr ging. Enttäuschend trifft es brutal. Also ich fand den so mies gemacht. Oh Gott, also ist für mich, nach dem Film habe ich erstmal gesagt, okay, man sollte nicht wirklich aus jedem Videospiel einen Film machen. Und da kommen wir gleich auch noch wieder, beim nächsten Film kommen wir auch nochmal auf das Thema drauf. Ich fand es einfach nur mies. Also wirklich, diese Monster, die teilweise halt eigentlich völlig overpowered waren, dann trotzdem mit so relativ, in Anführungszeichen, simplen Methoden zu bekämpfen. Wir kommen in eine Gewitterfront. Oh, wir sind irgendwo völlig Neues. Oh, lass uns doch erstmal auf die ganzen Monster einfach draufschießen. Das wird schon helfen. Oh, okay, die Monster, es hilft nichts, wenn wir auf sie schießen. Was machen wir? Ja, genau, wir machen das, was wir immer machen. Wir schießen einfach weiter. Ja, genau, das fand ich auch so dämlich. Also, so bescheuert. Das war so ultra bescheuert. So. Okay, wir haben eine Taktik. Funktioniert sie? Nein. Wir machen die Taktik weiter. Okay, funktioniert sie? Nein. Ah, egal, wir machen diese Taktik weiter. Okay. Ich habe noch 2 Magazine. Wie viel hast du noch? Völlig, völlig irrelevant, ja, weil das hat überhaupt nichts ausgewirkt. Wir sind Soldaten. Ja, okay. Wir sind Soldaten. Wir folgen Befehlen. Oh, ich hätte okay. mir so gewünscht, dass sie es einfach weggelassen hätten, diesen ganzen blöden Anfang da. Also diesen... Also,
Katastrophe. Der Erik hat noch gemeint, so, ja, nach der ersten Stunde wird es besser. Ja, das kommt wenigstens mal Monster, meinte ich. Es ist eine sehr, sehr lange Stunde. Ja. Diese Riesenspinnenviecher, die nicht ans Tageslicht kommen. Okay, alles klar, die krabbeln nicht raus, wenn es Tageslicht ist. Aber ein Riesenloch in der Höhle, wo Sonnenlicht reinfällt und wo der eine Typ da oben dran hängt, was machen die Spinnenviecher? Geil, was zu essen? Scheiß auf das Sonnenlicht. Au, Mond, da ist das Sonnenlicht. Aber scheiß auf das Sonnenlicht, aber ich will zum Sonnenlicht, aber scheiß auf das Sonnenlicht, oder ich darf nicht ins Sonnenlicht. Hä? Also entweder man ist fucking konsequent und dann hauen die auch ab, also wenn da auch ein Lichtstrahl komplett reinfällt in diese Höhle, dann laufe ich da nicht munter durch und nur bis oben hin zur Oberfläche, wo dann noch mehr ist, sondern ich weiche dem komplett aus. Wenn ich als riesen overpowered Viech mich durch die Erde buddeln kann, da unter der Erde atmen kann, dann bricht mir doch nicht einfach so ein Hörnchen ab, nur weil jemand mit seiner 5,45 mm Munition oder also versteht ihr? Das ist so Und mittendrin Mila Jovovich, die in diesem Film für mich noch weniger schauspielerisches Talent an den Tag legt wie Vin Diesel, und das will was heißen. Schlimm. Das Problem für Konstantin-Film, also ich gönne ja Konstantin-Film echt jeden Erfolg, weil ich mag die deutsche Produktion und so weiter, dass wir das hier im Land halten und so, auch so große Produktionen. Ich meine, die haben ja auch damals schon hier Fantastic Four und so weiter. Also es sind somit die einzigen, die richtig große, fette internationale Produktionen mitfahren, und das brauchen wir hier, finde ich. Die haben ja einen großen Fehler gemacht, weil die haben einen Witz drin gehabt, der dazu geführt hat, dass der in China geächtet wurde, der Film. ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir den gesehen haben. Ich habe es nur im Nachhinein gelesen, weil die zielen ja sehr auf dem asiatischen Markt mit dem Ganzen, ne? Weil Resident Evil lief da auch richtig, richtig gut. Ne? Jeder Film im Kino. Mhm. Und da hatten sie irgendwie drin, so irgendwie im Englischen, so irgendwie what's wrong with my knees? These are Chinese. Also, weißt du? Und das fanden sie irgendwie so nicht witzig da und hat einen extremen Shitstorm ausgelöst. Und ich glaube, sie haben es dann rausgeschnitten. Und ich dachte, es geht um die Katze. Nee, nicht Katze. Oh Gott, die Katze. Oh Gott, die aber Katze. Aber die ist im Spiel, da habe ich gefeiert, wo die da war. Ja, die Katze ist aber cool. Oh, bisschen schade, dass wir es jetzt verraten haben. Hätten wir eigentlich einen Spoiler-Text setzen müssen, weil das ist wir echt. Wir sagen noch nicht, was die Katze ist und was die Katze tut. Jeder, der das Spiel kennt, weiß, wer die Katze ist. Ja, da habe ich echt gefeiert. Aber jeder, der das Spiel kennt, nicht. Also, ich habe auch, also für die, die in dem Spiel schon mal ein bisschen reingetastet haben, waren schon coole Sachen drin. Also, die Waffen und so weiter und die Monster, die gibt es auch im Spiel. Und wer große Monster. Es gab so eine Szene, da habe ich gedacht, ja, da, weil meistens, wenn du an Spezialeffekten ein bisschen sparen willst, lässt du es im Regen passieren, weil da kannst du mehrere Sachen kaschieren und so. Da habe ich gedacht, okay, jetzt wollen sie anscheinend sparen hier. Dieser eine Kampf fand ja in so einem Regen statt, das war dunkel und so. Das machst du meistens, wenn du schlechte Effekte hast. Aber dann plötzlich wieder nächste Szene, irgendwie so Riesen im Freien und mit viel Licht und so. Und, also ich fand die Monster echt gut dargestellt, so. Ja, fand ich gut gemacht. Hat gut funktioniert. Aber hat es euch nicht auch gestört, dass in dieser riesigen Sandwüste nur dieses eine Sandmonster gelebt hat? Ja, im Spiel ist halt so, du musst halt teilweise auch ganz schön laufen, bis du zu manchen Sachen hinkommst. Die gibt es halt nur in bestimmten Gegenden, manche Tiere. Und habe ich mir jetzt nicht als Frage gestellt. Also es ist halt einfach so. Ich schon, weil ich meine, von diesen komischen Drachenviechern gab es mehrere, von diesen Spinnenviechern gab es mehrere, von diesen Pflanzenfressern gab es mehrere, aber nur von diesem Sandviech in dieser riesigen Sandwüste gab es nur den einen. Ja gut, die Endgegner, sagt schon, gibt es keine Mehrzahl. Ja. Und da gibt es halt dann nochmal, wenn du da die, kannst du die großen Monster dann halt legen und so, ja. Aber ja, also ja, für Fans des Spiels auch nur sehr bedingt empfehlenswert. Und weiß nicht, im Kino wirkt das, glaube ich, ganz gut. Also die großen Bilder, vielleicht hat man noch ein bisschen mehr Effekt, dass man reingesaugt wird. Das Ende fand ich auch wieder ein bisschen so, ach ja, was haben sie denn da gemacht? Also
Also ich fand es schön, dass Sauron mal wieder eine Rolle bekommen hat, aber ansonsten. Und was wollte Hellboy da? Also ich fand, das ist so unlogisch. Den fand ich auch cool, weil die also es gibt halt diese Personen, gibt es halt im Spiel, die sie auch da waren. Und die fand ich gut umgesetzt. Also diese Art, diese Charaktere. Die fand ich gut umgesetzt. Also wirklich auch von der Art her, fürs Casting fand ich echt gut. Und wenn sie da noch ein bisschen mehr Ordnung reinbringen in das Ganze und ein bisschen sich mehr ans Spiel halten, sich wirklich trauen, an das Spiel mehr ranzugehen, weil das hat so tolle Geschichten drin und einfach wirklich nicht so eine Stargate-Geschichte, ja, wo du durch irgendwas durchgehst und in eine andere Welt rauskommst und da bist du der große Held und die können ohne dich gar nichts und so, weißt du, das ist so dieses, Und nicht ganz so viele Dialoge aus der Hölle. Ja, die Dialoge waren auch furchtbar. Ja. Vor allem am Anfang, wo noch die Marines da, aber gut, das ist halt irgendwie Trash-Talk unter Marines. Also ich habe mehr gelitten bei diesem Streifen, als dass ich es lustig fand oder sagen könnte, okay, cool. Ich habe dann ab einem bestimmten Punkt auch noch geguckt, okay, jetzt guckst du es noch zu Ende. Also ich sag mal so, ich bin ja ein großes Monster, gefallen mir ja per se ganz gut in Filmen und ich mochte so die paar Anleihen. Ich habe immer noch gehofft, dass es den Dreh findet, dass ich sage, boah, richtig gut geworden. Richtig gut geworden ist leider nicht. Für mich eher wirklich nur Durchschnitt mit der Tendenz, unterdurchschnittlich zu werden. Deswegen von mir nur 5 Punkte. So viel? Ja. Ich bin bei 3,5 von 10. Ich gebe ihm 2 Punkte. Ich fand ihn ganz furchtbar. Ich hoffe mal auf den nächsten Teil, dass er da wirklich die Story... Ja, der wird auf jeden Fall kommen, der nächste Teil. Das ist ja schon klar. Das ist ja vorprogrammiert. Natürlich. Das Einspielergebnis war jetzt nicht so der Bringer, weil die natürlich mitten in die Corona-Phase und dann hat denen halt das reingespielt, dass eben in China das nicht gut angekommen ist. Ist ein großer Markt weggebrochen. Schauen wir mal. Also ich würde es mir wünschen, dass da ein neuer Teil kommt, der gut wird. Ich wünsche mir einen guten Monster-Hunter-Film. Der muss auch gar nicht so viele Orte beinhalten. Der kann zum Beispiel da in dieser, in dieser tropischen Welt oder sowas, da gab es ja diesen tropischen Teil oder so. Oder es gab ja auch so eine Eiswelt im Spiel oder so, das wäre auch cool. Na gut. Ja. Also schließen wir das mal ab. Der Chris hat noch was, auch basierend auf einem Videospiel, einen Film, da kenne ich nur so einen, koreanisch? Nee, Thai-Film hier. Ja, nee, das hat damit gar nichts damit zu tun. Und zwar die Macher von Escape from Tarkov, also Battlestate Games, die haben, während sie das Spiel entwickeln und immer noch weiter bauen, haben sie auch einen Film gemacht, quasi passend zum Spiel. Und zwar heißt der Film Raid. Escape from Tarkov XXX, The Pawn. Nein, nicht so ganz. Also die haben da, ich glaube, 5 Episoden erstmal mal rausgehauen und dann auch einmal komplett den ganzen Film, der dann ein bisschen mehr wie eine Stunde geht. Und es erzählt so ein bisschen die Story von Tarkov auch nach. Also, oder, was heißt nicht nach, sondern einfach gibt dem Ganzen noch ein zusätzliches Drumherum. Es geht darum, dass eben diese Region in Russland komplett isoliert wird und eben dieses Tarkov-Gebiet und sich da so Scavs niedergelassen haben schon, also so Räuberbanden, die da rumziehen und alles Mögliche rausräubern wollen. Und dann gibt es eben diese Militäreinheit, die Bears, die so ein Elite-Trupp auch sind, die da in eine Mission rein sollen, weil irgendwas passt da drin nicht mit der Firma Terra Group, die irgendwelche Sachen entwickelt hat, die nicht unbedingt gut sind für die Welt, sagen wir es mal so. Und diese Bears treffen im Endeffekt auf die Einsatztruppe von außen, die USACs, das sind quasi die Amis, also Bears sind die Russen und USACs sind die Amis. Und die treffen da drin aufeinander. Es treffen also in einem abgesperrten Gebiet 3 Fraktionen aufeinander. Und es gibt so ein größeres Missionsziel. Und nachdem dann relativ viel Geballer ist und viele Leute dabei draufgehen, reduziert sich das alles runter auf einen Bär und auf einen USAC, die dann zusammen eine finale Mission haben. Nämlich einen Koffer mit Informationen
an die Öffentlichkeit zu bringen, weil sie beschließen, okay, vielleicht soll doch die breite Öffentlichkeit wissen, was hier abläuft, auch mit Terra Group, was die da herausgefunden haben. Und nicht, dass das irgendwie unter Verschluss ist und schon gar nicht, dass es in irgendwelche Hände von irgendwelchen Regierungen fällt, die damit dann hier munter Richtung Weltherrschaft gehen können, weil sie einfach Supersoldaten machen können. So in etwa ist es jetzt grob umrissen, weil ich möchte gar nicht so viel verraten, weil der Film sonst, er geht ja nur eine Stunde und man würde zu viel dann wirklich raus verraten. Was mir da super gefallen hat bei diesem Film ist, die Kameraführung, die ist richtig auf den Punkt teilweise. Es sind Schusswechsel drin, wie du sie nicht mal in einem richtig geilen Hollywood-Blockbuster richtig sehen kannst, weil sie, ich will nicht sagen, brutalst realistisch dargestellt sind, aber sie sind verdammt realistisch dargestellt. Also da ist nichts mit Hochglanz. Der Film ist schmutzig, der Film ist dunkel, der Film ist gemein, der Film ist ehrlich. Und es macht einfach Bock. Also wenn man eh das Spiel spielt, dann sowieso, wenn man auf Waffen oder so oder solche Sachen steht, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen, weil eben die von Battlestate ja da ganz dick mit drin waren, diesen Film zu machen, diese kleine Gruppe. Und da gerade der einer der Namen, dieser Nikita von Battlestate, der ist ein absoluter Waffennarr. Und wenn der da einen Finger drauf hat, dann achtet er natürlich auch drauf, dass die Waffen auch genauso sind in echt, wie sie halt dann auch im Spiel sind oder halt auch im Film sind. Und da noch kleine Anekdote, es gibt da so ein Scharfschützengewehr in echt, dass wenn du das betätigt hast, du so eine Millisekunde Verzögerung hattest, bis dann der Schuss erst rauskam. Du hast geklickt und es kam nicht gleich raus, sondern es war Klick und raus. So ist es in echt. Und es gab so einen Aufschrei durch die ganze Community, dass sie das fixen mussten, weil keiner mehr mit der Waffe gespielt hat, obwohl die da nur so realistisch dargestellt war. Das mal nur so am Rande ganz kurz. Und der Film halt erzählt eine wirklich erschreckende Geschichte, weil es klar eine Fantasiewelt ist, allerdings halt ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ist alles komplett erlogen und erstunken und man hat sich da halt so, ja, eine verrückte Welt aufgebaut, sondern es ist was, wo ich sagen würde, hey, in gar nicht allzu ferner Zukunft könnte sowas tatsächlich auch passieren. Und das ist das Erschreckende, weil der Film das einfach auch so relativ realistisch darstellt. Also ich kann es jedem mal nur empfehlen, da reinzuschauen, der nicht auf so hochpolierte Hollywood-Filme gucken möchte, sondern einfach mal auch sieht, okay, wenn man mit ein bisschen Herzblut bei Sachen dabei ist und das ist so wie so ein typisches Star Wars Fanprojekt, würde ich mal sagen. Es ist einfach verdammt gut gemacht. Es ist eine richtig, richtig, richtig coole Geschichte im Endeffekt auch. Deswegen mal einen Blick riskieren. Dauert eine Stunde, man macht wirklich nicht viel Zeit dann auch kaputt. Und gibt es bei YouTube. Also gibt es für jeden frei zugänglich. Kostet nichts. Und ist cool gemacht. Ich habe gerade hier mal das im Hintergrund laufen ohne Ton hier. Gerade mal. Ja, es ist viel auf Russisch. Das ist der größte Kritikpunkt. Oh, Borussia. Das ist Russisch mit Japanemayo. Das war das, wo Kate dann nach 30 Sekunden gesagt hat, okay, brauche ich nicht. das Russisch was mit englischem Untertitel. Ich habe gedacht, ich gehe. Ja, was ich verstehen kann, das ist ein bisschen abschreckend, klar, aber es spricht für sich, deswegen wirklich mal reinschauen. Also Erik, für dich auf jeden Fall mal reinschauen, lohnt sich. Ja, aber so setzt man zum Beispiel mal einen Film um für ein Videospiel. Ja gut, da ist jetzt auch, das ist ja nicht für den großen Kinoerfolg geplant. Also das ist natürlich dann schon was anderes, wenn man einfach sagt, man steckt da Herzblut rein und verfilmt quasi das Spiel, als wenn man sagt, man muss ja was für eine weltweite, da muss man ja den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und so weiter. Na. Aber sieht gut aus. Ich habe es jetzt nur ohne Ton, ich habe natürlich das Russisch jetzt nicht gehört. Ich glaube auch, militärisches Russisch ist bei mir, da klemmt es bei mir bestimmt auch. Also werde ich die Untertitel brauchen. Aber so normale Sachen kriege ich wahrscheinlich hin. Genau, also habe ich hier gerade bei YouTube gefunden, was hier maximale Qualität, auch sogar 1440p, sogar fast UHD, was sie hier haben. Mensch, sehr gut. Wir haben heute verlinken, ich schmeiß mal den Link schon mal zur Sicherheit hier ins Dokument unten rein, dass ich das nachher nicht vergesse.
Und, ach ja, wir haben noch was geschaut gehabt. Müssen wir eigentlich vielleicht erstmal How to Sell Drugs Online Fast besprechen von den Serien, oder? Bevor wir auf die Doku eingehen, oder? Ja. Genau, machen wir das mal in den Serien dann mit. Und jetzt erstmal die Charts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Platz 5 in Stuttgart in den Innenstadtkinos ist Fast and Furious Teil 9. Platz 4 ist Old. Really? Ja, Old. Seit über 20 Jahren prägt Regisseur M. Night Shyamalan mit Filmen. Hä? Die haben jetzt gerade aktualisiert. Weißt du, bei mir, es war noch nicht aktualisiert, da war es genau rumgedreht. Da war, kam jetzt Jungle Cruise, jetzt habe ich F5 gedrückt, das hat's. Die müssen, ja, das die müssen jetzt gerade eben, oh, brandneu, Leute, Breaking News. Stimmt die 5 noch? Ja, die 5 stimmt noch. Okay, also jetzt Platz 3 ist jetzt Jungle Cruise. 1 nach oben, jetzt live. Gerade eben. Gerade passiert, ne? Aber den gibt es auch Platz auf Disney Plus, ne? Irgendwie, ja, haben wir gesehen. Und der soll ja, echt gut sein. Also ich habe richtig Gutes gehört. Ich will den sehen. Ja. Vielleicht gucken wir den mal. Vielleicht nehmen wir das mal als Heimsneak für die nächste Woche. Oder so. Ja, mal gucken. Platz 2 ist der Rausch immer noch. Der Rausch, ja. Oscar-Gewinner. Und Platz 1, The Suicide Squad. Wenn ich schon immer mal da, ein Zentral... Darf ich Fragen zu? Das hat keiner von uns gesehen, aber frag ruhig. Wir hatten doch vor kurzem, also vor 2 Jahren oder schon mal einen Suicide Squad-Film. Ja. Du hast unsere letzte Sendung gehört? Der zweite Teil? Nein, hab ich nicht. Nein, das ist nicht der zweite Teil, ist ein Neuaufnahme. Du solltest unsere Sendung hören. Wir haben da aber nicht da auch ist doch auch Harley Quinn wieder dabei. Ja, sind ja fast dieselben Leute, außer Will Smith. Das ist jetzt peinlich, dass du unsere letzte Sendung nicht gehört hast. Das ist eine Neuauflage. Weil da haben wir genau darüber gesprochen. Ja gut, ich halte die Klappe, ist schon in Ordnung. Nee, wir können es gern nochmal erzählen. Ja, habe ich nämlich den Chris auch gefragt. Habe ich gesagt, gab's doch schon mal. Ja. Aber es ist jetzt ein Hai dabei, hat der Chris gesagt. Der quasi ich habe es im Trailer gesehen. Ja. So, what the fuck? Wie ein Zentaur, der unmenschliche Beine hat. Und das haben sie bei Harry Potter geklaut. Wer ist da der Hai bei Harry Potter? Bei einer der trimagischen Aufgaben tut sich Viktor Krumm zur Hälfte in einen Hai verwandeln. War das im Film? Ja, okay. ich denke übrigens auch, dass Harry Potter bei DC geschaut. In dem See unten. Ja, weil Joanne K. Rowling hat es im Buch so geschrieben. So. Mhm. Okay. Gut. Okay. Warte mal, wenn wir einmal bei Suicide Squad sind. Suicide Squad hier. Ich habe halt erst gedacht, das ist ein zweiter Teil. Nein. Muss man sagen, also IMDb-Rating 7,7 von 10 bei 59.000 Leuten, die abgestimmt haben. Also da war der Vorhergehende, der hat da richtig gebombt, ne? Also dann. Und. Was hat er. Aber Jared Leto ist nicht dabei, oder? Doch, glaube ich. Nee, nicht? Nein. 5,9 hatte der Vorhergehende. Ah ja, James Gunn hier, der den Guardians halt of the Galaxy. Mehr ein. Aber, also die Wertung, okay, aber ins Kino gehe ich dafür nicht. Aber auf jeden Fall mal fürs Heimkino vormerken. Mal schauen, was so anläuft im Kino in Stuttgart, wenn ich meinen Tab finde hier. Ja, hier ist er. Free Guy, der ist schon eher was, den würde ich glaube ich gucken. Der soll super sein, da habe ich jetzt schon die ersten Reviews gelesen. Ey. Der muss echt super sein. Mit der Ryan stand auf der Liste von den Sneaks, aber Disney hat zurückgezogen. Oh, buh, Disney. Ist ja eh. Der war für kurze Zeit war der tatsächlich auf der Sneak-Liste und er hätte tatsächlich dann auch am morgigen 9.8. in der Innenstadt-Kinos laufen sollen, aber Disney hat leider zurückgezogen. Ah, buh. Schande, jetzt kaufe ich den Jungle Cruise nicht. Buh. Schluss. Ja, gerade zum Bossen, ne? Tom und Jerry, die berühmten Cartoon-Streitereien von Maus und Katze werden ins reale Leben von New York in Spielfilme übertragen. Ja. Das werdet ihr. Chloe Grace Moretz. Werdet ihr vielleicht nicht mitbekommen haben, aber es gibt ja eine Serienneuauflage von diesen. Das habe ich. Tom und Jerry, habt ihr mitgekriegt, okay, ich dachte so. Genau, und die sind ganz gut. Also ich wollte da erst drüber abranten, ne? So, das ist ja nicht wie früher und so. Aber die haben es echt ganz gut übertragen in die neue Zeit, weil das ist natürlich, wo läuft das Super RTL oder irgendwas? Da läuft das manchmal auch gemischt mit diesen alten gezeichneten Sachen. Die sind natürlich auch noch schön, aber man merkt halt, also die neue Technik und so, das sieht schon echt cool aus. Und die Storys passen auch. Also es ist genauso
wie früher halt. Und das jetzt als Film, ja, warum nicht? Es startet auch noch The Forever Purge, 5. Teil der Horrorreihe. Wir wissen ja, was da läuft, aber was da jetzt genau passiert. An der Stelle möchte ich sagen, wenn ihr reden wollt, könnt ihr auch rausgehen. Genau. Aber ich glaube, diesmal gehen wir nicht extra nochmal ins Kino oder so. Das war ein kleiner Insider, Entschuldigung. Ja. Nahschuss läuft auch an. Von Franziska Stünkel. Hat das was mit der Hinrichtung in der DDR? Lässt es sich für den bekennenden Kommunisten Franz Walter gut leben. Ja, ich glaube, da hat was damit zu tun. Das war ja quasi die Hinrichtungsmethode in der DDR. Nannte sich, also Fachjargon war unerwarteter Nahschuss. Dann wurde halt gesagt, ja, übrigens, sie sind zum Tode verurteilt und in dem Moment ist jemand an dich herangetreten und hat dir ins Genick geschossen. Damit halt gar nicht, wie es jetzt in den USA so ist, die halt jahrelang im Todestrakt irgendwie rumsitzen oder so und sich da Gedanken machen. Da wurde halt relativ schnell das beendet. Ja. Alles klar. Das war dieser unerwartete Nachschuss. Gab es auch noch die andere Variante, kann man im Stasi-Museum in Gera besichtigen. Da gab es so eine Vermessung irgendwie, wo du quasi die Körpergröße gemessen wird. Ihr kennt das vielleicht, wo man sich an so eine Wand stellt, wo dann so eine Schieber hochgeschoben wird und der hat halt so ein Langloch hinten gehabt und da stand halt hinten einer und hat dir quasi, während du gedacht hattest, da wird deine Größe vermessen, weil du in den Knast kommst oder so. Ja, ganz furchtbar. Unerwarteter Nahschuss. Wo hast du das jetzt gelesen? Ach, hier bei Kinostarts, ne? Ja. Bin vorbereitet. Ja, ich muss den Tab erstmal Nahschuss. Aber geht's da mit David Strelo? Warte mal, geht's da um den? Der Job bietet Vorzüge, ha? Doch im Netz. Es gibt für ihn keinen Kommen, okay. Ah, scheint sehr düster. Ah, vielleicht gucke ich da mal rein. Dream Horse, was auch immer das sein mag. Mit Damian Lewis und Toni Collette. Traumpferd. Dream Horse. Ein Pferdefilm. Sie arbeitet, ihr habt ja eine Hausaufgabe gehabt, habt ihr die erledigt. Sie arbeitet als Kassiererin, während sie abends als Barkeeperin im örtlichen Pub aushilft. Aufregend ist ihr Leben schon lange nicht mehr. Die Kinder sind aus dem Haus und so weiter. Doch einen Traum hat sie noch. Sie will ein Rennpferd züchten mit sehr wenig Geld und ohne Erfahrung und so weiter. Okay, ein Pferdefilm. Ja. Yay. How It Ends läuft ebenfalls noch an. Die freiheitsliebende Lisa erhält eine Einladung zu einer letzten wilden Party, bevor die Welt dem Untergang geweiht ist. Da gibt es eine coole Folge von Rick und Morty dazu. Doch die Zeit vergeht leider umso schneller, wenn die Apokalypse naht. Als dann auch noch ihr Auto gestohlen wird, erweist es sich für Lisa umso schwieriger, es noch irgendwie rechtzeitig auf die große Party zu schaffen. Schließlich muss sie auch noch von ihren Freunden und ihrer Familie verabschieden. In Begleitung ihres jüngeren Ichs begibt sich Lisa auf eine Reise durch Los Angeles, in der so eine Vielzahl unkomischer Begegnungen macht. Okay, klingt total spannend und gut. Okay, läuft auch noch eine Dramödie. Falling von und mit Viggo Mortensen und Lance Henriksen. Da geht es darum, dass Viggo Mortensen irgendwie seinen demenzerkrankten Vater in Kalifornien besucht und seine Pflege nimmt. Was haben wir noch so? Albträumer? Die da wird eine andere das sein. Hat, glaube ich, jemand Albträumer. Getippt gehabt. Ne? Bei der New Sneaker. Order, die neue Weltordnung. Geht es da um Querdenker? Das heißt Leerdenker. Achso, Entschuldigung. Nee, aber das ist alles so. Ich glaube, das läuft nicht an. Die fokussieren sich, glaube ich, erstmal auf die Top-Filme, weil ja eh nicht voll besetzt werden kann. Und ich freue mich ja auf Kunst kommt aus dem Schnabel, wie er gewachsen ist. Ich gucke gerade mal Buddy Games mit von und mit, also die hatten alle wahrscheinlich viel Zeit jetzt in der Corona-Zeit mal selber Filme zu drehen, von und mit Josh Duhamel und Kevin Dillon und keine Ahnung, also die veranstalten dann immer irgendwelche abgefahrenen Spiele, die Buddy Games, bei denen alle möglichen gefährlichen und pubertären Aufgaben gegeneinander antreten. Klingt ja fast wie ein Jackass-Film oder so. Naja, ich glaube, lassen Sie mal gut sein hier. Ich glaube, viel kommt da nicht mehr. Nein, Neubau, Nachspiel. Ja. Okay, dann mal lieber zu den Serien. Da gab es ja einiges. Serien. So, was mache ich jetzt hier? Kate, Cruel Summer, du hast lange nichts gesagt. Leg los. Ja. Kommt der Song, ist die wichtigste Frage. Kommt der Song? Nee. Ist der Titelmelodie eventuell? Nein, auch nicht. Nein. Warum nein, nicht? Nein.
Weiß ich nicht. Wie kann man diesen Elfmeter liegen lassen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht haben sie die Rechte nicht gekriegt, ich weiß es nicht. Okay. In Cruel Summer geht es, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, also es geht um zwei junge Mädchen, Teenagerinnen namens Kate und Jeanette. Jeanette ist eigentlich ein ganz ruhiges Mädchen, Tarnspange, lockige Haare, eher so ein Außenseiter, wobei Kate das beliebteste Mädchen der Schule quasi ist. Und reiche Eltern hat und wunderschön ist und bla bla bla. Das typische Klischee eigentlich. Der Außenseiter und die Hübsche. So. Bis dahin nichts Besonderes. Aber der Film wird erzählt aus drei aufeinanderfolgenden Sommern. Das heißt aus dem Jahre 93, 94 und 95. Und innerhalb einer Episode switchen wir auch innerhalb dieser Zeit, also diesen Sommern, hin und her. Was nicht heißt, es ist ziemlich gut zu erkennen. Denn der erste Sommer, wo noch alles gut ist, ist sehr bunt, sehr, sehr warme Farben, sehr hell. In dem zweiten Sommer, wo nicht mehr alles in Ordnung ist, ist ein bisschen dunkler gehalten. Die Personen, also die beiden Hauptdarsteller, haben sich auch sehr verändert. Und im dritten Sommer ist es sehr dunkel alles. Und wir sehen eine starke Veränderung der beiden Hauptdarsteller, auch optisch. Was dann diesen Switch innerhalb der Episoden in diese einzelnen Zeitlinien einfacher macht und auch erkennbar macht, in welcher Zeitlinie und in welchem Sommer wir uns gerade befinden. Denn das Schwierige ist, in dem ersten Sommer verschwindet Kate. Also sie wird voraussichtlich entführt und wodurch sich dann für Jeanette die Möglichkeit besteht, ein bisschen aufzublühen. Also sie hat sich immer nie getraut, nichts gemacht und war schon relativ interessiert an diesem Mädchen, was eben beliebt ist und wollte so ein bisschen auch sein wie sie, hat sich aber nie getraut. Und als dann Kate verschwindet, sieht es Jeanette als so eine Art Chance, aufzublühen. So. Problem an der Sache ist, dass im zweiten Sommer sie in Verbindung gebracht wird mit diesem Verschwinden von Kate. Und sie dann in ein sehr schlechtes Licht gerückt wird und es wirklich an Verleumdung grenzt, was ihr passiert. Und nach und nach dann halt auch erklärt wird, wie sie wirklich damit drin hängt, was mit Kate passiert ist und was danach dann noch mit Jeanette passiert, ob es da Beweise für gibt, dass sie damit drin hängt oder nicht. Und das, muss ich sagen, ist ziemlich gut erzählt, sehr, sehr spannend. Ich habe die Serie bereits fertig geguckt. Ich habe die in einem Tag durchgeguckt. Es hat ein bisschen ganz leichte Züge von Pretty Little Liars, wobei es da halt um 5 Mädels geht, genau genommen um 6. Jetzt ja nur noch in diesem Film geht es jetzt, oder in dieser Serie geht es jetzt um 2 Mädchen. Die Familien und die Nebencharaktere haben auch nochmal klar eine wichtige Rolle in der Auflösung dann zum Schluss, die man vielleicht am Anfang gar nicht so sieht. Aber was mir halt extrem gut gefallen hat, ist die Darstellung, wie die beiden Hauptdarstellerinnen sich über diese 3 Sommer eben verändert haben. Und was dieses ganze Skandal oder diese ganze Verleumdung und diese Entführung und so mit ihnen gemacht hat. Das ist sehr, sehr gut dargestellt. Und das Ende habe ich so nicht gesehen. Das fand ich gut. Ich habe gerade mal durchgeschaut hier. Also klingt sehr interessant. Vielleicht schaue ich da doch mal rein. Das wird ja auch gerade massiv promotet. Also das kriegt man ständig aufs Gesicht gedrückt bei Netflix, wenn man irgendwas guckt. Es ist Amazon Prime. Oder Amazon Prime war es ja irgendwo. Irgendwo war es halt. Mensch, der Erik kennt sich aus hier. Irgendwo war es massiv beworben, ja. Ich habe gerade mal durchgeschaut nach dem Soundtrack. Ey, da sind ja echt gute Sachen dabei.
Das hast du gar nicht erwähnt. Da ist Radiohead dabei, da ist Garbage dabei, da ist Cranberries dabei. Ja, dadurch, dass es halt in den 90ern, also 93, 94, 95 spielt, sind halt dort auch diese damaligen Lieder aufgetaucht. Skunk also Nancy, echt gut, ey. Ja. Ein Cover von Wonderwall, das kann ich gerade nicht anhören. Ja. Eine Coverversion, die muss ich mir nachher mal anhören, mal gucken, was die da gemacht haben. Wo ja, Wonderwall ist ja relativ einfach zu covern. Das kann ja jeder singen irgendwie. Mach mal. Nein. Brauche ich meine Gitarre dazu. Ja, Cruel Summer. Also was gibst du punktemäßig so, dass ich das ungefähr mal einordnen kann? Also gerade in, also es ist ja so ein bisschen Teenie-Drama, aber auch Mystery-Thriller, also weniger Mystery, aber mehr Thriller. Also in dem Genre gebe ich dem schon 8 Punkte. Ja, okay. Hat mir echt gut gefallen. Da werde ich mal einen Blick riskieren oder das mal vorschlagen bei Fortsetzung und Folge. Ist es richtig ganz zu Ende oder ist da gar keine Möglichkeit oder? Also es wird eigentlich ziemlich genau aufgelöst. Alle tot. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine zweite Staffel kommt. Dadurch, dass die Serie ja erst am Freitag rauskam, gibt es halt noch keine Infos, ob es noch eine Staffel gibt. Also. Ja, manchmal macht man das ja dann auch mittlerweile, ist es ja Mode, so in Anthology-Serien, wo dann halt andere Jugendliche oder so. Das gibt es ja dann auch, wenn es erfolgreich war. Ja. Muss ich mir. Also ich muss sagen, ich fand Freitag raus, heute schon spannend. Hier gekommen. Ja. Super. Ja, ich habe die schon länger auf der Liste und hatte gehofft, dass ich die Zeit finde, das dann gleich bei Release oder kurz nach Release zu gucken. Und bin nicht enttäuscht. Ja, am Anfang habe ich gedacht, so ein bisschen wie Teenie, aber dann nimmt es eine ganz nette Wendung. Und wenn du dann auch mitbekommst, was die Grundstory ist und was wirklich passiert ist, das wird in der ersten Folge noch nicht zu 100% klar. Das wäre schlimm. Aber wie gesagt, ich fand diesen Kniff wir wissen alles. Nein, es ist halt dadurch, dass du halt nicht genau 100% weißt, was mit Kate passiert ist in den ersten Folgen, ist es halt sehr, sehr spannend. Also sie ist halt einfach weg und keiner weiß so genau, wo und oder was passiert ist. Und was dann tatsächlich passiert ist, ist auch sehr gut dargestellt. Und wie gesagt, dieses Lichtspiel innerhalb dieser 3 Jahre, also der dritte Sommer ist schon fast schwarz-weiß. Also so dunkel gut, ist der. Nicht zu viel also verraten jetzt. Es wird schon langsam sehr viel hier. Zu viel verraten. Ich will es ja noch gucken. Ich habe es auch gerade bei Fortsetzung folgendes Dokument geschrieben, dass das stand noch nicht drin. Ja. Dass wir das auf jeden Fall mal auf die Liste haben. Da kommen noch ein paar andere Sachen demnächst. Was wir auch relativ zeitnah geschaut haben, müssen wir jetzt mal ganz kurz eine Spoilerwarnung hier reinhauen. Achtung. Ted Lasso. Achtung. Led Tesso. Genau, Led Tesso. Neue Folge. Hat mir wieder viel besser gefallen als die vorhergehende. Ich war ein bisschen enttäuscht bei der vorhergehenden, weil da so ein bisschen Drama reingekommen ist, was irgendwie unnötig war und so. Und die hat mich jetzt wieder vollkommen versöhnt, die Folge. Auch so mit dem Sponsoren, wie sie da tätig geworden sind und mit der Tart. Riesenproblem gerade sehe, weil ich ein wenig befürchte, dass die Serie sich jetzt gerade in zu viele Richtungen verrennt. Ja, mal schauen. Ich habe Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Ja, weiß nicht. War auch so wieder, viele Folgen gibt es ja dann auch nicht mehr. War auch wieder gut, dass am Ende stand er wieder da, wer alles himself gespielt hat, ne, und so. Gerade die Sky, das ist wieder ein Highlight. Also sowas müsste es viel mehr geben. Was ja bei Ballers war das ja ständig, dass irgendwelche bekannten Leute mit dabei waren. Das muss hier viel mehr werden. Wenn das in so einem Umfeld spielt, in einem realen Umfeld, da müssen einfach viel mehr Cameos rein und irgendwelche Interviews mit Reportern, die man vielleicht kennt oder irgendwas, keine Ahnung, oder echte Stadien. Da habe ich wirklich sehr gelacht übrigens. Also das muss ich nur kurz sagen. Definitiv. Weil du bist gerade richtig am Laufen. Erzähl doch mal weiter, du warst ein scheiß Trainer. Doch nicht für mich. habe ich gelacht. Herrlich. Super. Richtig gut, also richtig cool. Macht immer noch Spaß, nur wie gesagt, ich befürchte, dass es gerade sich anfängt zu verzetteln und das fände ich super schade einfach. Ah, mal gucken. Ich habe da Vertrauen drin. Wir werden sehen. So, ja, genau. Was sagt die Kate? Ich hab das, glaube ich, gestern schon zu dir gesagt. Ich finde die Side-Stories, also mit Keely und den allen, finde ich echt gut. Ich finde, dass Ted Lasso selber irgendwie total drüber ist.
Also mehr als in der ersten Staffel, oder? Ja, wobei, auch noch ein paar Facetten. Ja, das finde ich aber, finde ich nämlich total gut sogar. Das ist das nur was mir jetzt gefällt, weil das spiegelt in dem Fall für mich gerade die komplette Unsicherheit wieder, wegen der Psychologin, die immer noch da ist. Machst du es an der fest? Ja, das kann schon sein. Ich mache es eher an der ganzen Situation fest und ich meine, wir kennen das ja alle so im Sportbereich hier bei irgendwelchen Fußballvereinen und so, die Trainer, was die da so für Auswirkungen auf die Mannschaft haben, Gruppendynamik und so. Ja, du kannst ja nicht immer nur der Good Boy sein, der allen, gerade wenn es nicht läuft, dann musst du halt, ja, entweder einen neuen Trainer holen oder der eine Trainer verändert sich halt mal, weil muss irgendwo Veränderung her. Und das fand ich halt ganz gut und vor allem auch, dass er so feinsinnig war und diese Gruppendynamik, diese Gefühlslage seiner Mannschaft erkannt hat und gesagt hat, okay, jetzt ist es notwendig, da mal andere Register zu ziehen, damit eben ja die Mannschaft zusammenwächst. Das fand ich echt gut. Ich meinte gar nicht die Szene mit Led Tesso, sondern mit immer wenn er bei seiner Chefin reinkommt und so überquirlig ist und es war in der ersten Folge, erste Staffel schon überkompensiert. Überkompensiert. Ja, aber nicht so arg, oder? Also, oh, das Kind, ist das von mir? Nein, wir haben einfach 6 Monate was gehabt. Ach so, ja, wo es noch sicher geht. das ist genau das, was ich meine mit. Aber ansonsten, ja, ich fand die erste Staffel bisher besser. Aber immer noch gut, natürlich. Ja. Gut, es ist jammer noch vor dem Niveau, ja. Definitiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Gehen wir aus dem Spoiler-Talk wieder raus und machen den Rest dann. Achtung. So. How to sell drugs online fast, Staffel 3, Chris. Hatte ich da eigentlich schon drüber, die habe ich schon mal gelobt, ne, hier, oder? War du das hast hier? Letzte Woche hast du erzählt, dass du ja das auch auf Twitter rausgehauen hast und ja, da dann ein prominentes Like bekommen hast. Ja, zähre ich immer noch davon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Selbst Bielendorfer hat geschrieben, über große Eis gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Das soll jetzt nicht an Bastian Bielendorfer fest. Sondern für mich war eigentlich die... Das ist einfach ein Fischmeck, der Typ. Ich mach das daran fest, dass für mich eigentlich die Story tatsächlich nach der zweiten Staffel schon fast zu Ende erzählt war. Und jetzt ist hinten raus so, ja, überraschende Wendungen, nee, nicht mehr wirklich. Es wird nochmal mit der Fritzi nochmal ein Hauptcharakter mit reingebracht, wo ich nicht weiß, ob man den gebraucht hätte. Und das, was mir in der ersten Staffel sehr gut gefallen hat, in der zweiten Staffel noch einigermaßen da war, fand ich jetzt in der dritten Staffel schon ein bisschen alles überdreht und wirklich das Rad komplett überdreht, streckenweise auch. Und auch wie der Moritz dann da immer mehr abgedreht ist und abgedriftet ist. Und es hat für mich hinten raus die schöne Linie verloren, die in Staffel 1 da war und die in Staffel 2 zum Großteil fortgeführt wurde. Aber hinten, ganz hinten raus fand ich es dann echt ein bisschen überdreht. Was mich extrem gestört hat, ist, das hat mich aber schon am Anfang immer gestört, der Herr Zimmermann von der Polizei, also der Papa von Moritz, weil, ja, ganz ehrlich, also bei der Polizei sein, okay, ja, super, aber so ein Vollhonk, also da kommt für mich die Polizei einfach komplett scheiße mal wieder weg. Und das finde ich nicht gut. Naja, Florentin Will hat ja gut ermittelt, ne? Also hier. Ja, super, aber auch das war ja komplett Banane. Dass er wieder ein bisschen mehr Tiefe bekommen hat, das war nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, die Polizei kommt für mich total scheiße weg, was ich echt traurig finde, was ich echt doof finde auch. Und ansonsten, ja, es ist cool, es ist schön. Ich hoffe, dass es jetzt bei der dritten Staffel dann dabei bleibt, auch wenn es am Ende hier da noch irgendwie Anhaltspunkte gibt für die Möglichkeit, dass es doch noch weitergehen könnte. Aber hat ja ein gutes Ende gefunden, fand ich. Also war so, dass man sagt, okay, wenn es jetzt zu Ende wäre, wären alle zufrieden, glaube ich, oder? Ja. Ist ja eigentlich also, nichts offen irgendwie. Na doch. Ja. Also, gerade letzte Szene wieder. Irgendwas kann man immer da aus dem Register ziehen, aber ich meine, an sich kann das auch hier enden und wären eigentlich alle soweit zufrieden, glaube ich. Ja, also wie gesagt, ich finde es okay. Ich habe es gerne geschaut. Ich habe es dann wirklich auch durchgezogen.
Aber komplett abfeiern tue ich es jetzt nicht. Ja, ich hatte mal nochmal reingeschaut gehabt und da habe ich gesehen, ey, die Serie ist ja wirklich in allen babylonischen Sprachen verfügbar. Das ist ja, wenn du da mal durchschaltest, auch so irgendwie so dann so türkisch und sowas und wie das dann klingt und so, wie die Leute. Oder ey, ist ja total krass, ey, wie schnell die da bei Netflix sind mit der Synchro, ne? Kann man auch verstehen, warum teilweise für manche Filme die Synchronsprecher nicht da sind, wenn halt Netflix einfach mal so eine Serie mit irgendwie zig Folgen raushaut und da die besten Sprecher bucht, ne? Krass. Ja. Und dazu kommt ja noch die Dokumentation Shiny Flakes, die es ja auch auf Netflix gibt, die quasi um den wahren Maximilian S. handelt, der aus Leipzig, aus seinem Kinderzimmer heraus sein weltweites Drogenimperium aufgebaut hat, was quasi ein Ein-Personen-Imperium war. Das hattest du hier mit auf die Liste geschrieben. Ja. Was möchtest du denn darüber sagen? Dass man jetzt mal eine Doku guckt, ist schon mal so eine Sache. Aber mich hat es dann schon interessiert, okay, was steckt da wirklich nochmal dahinter? Mhm. Weil ich habe das damals gar nicht so wirklich groß mitbekommen. Was da wirklich passiert ist auch. Und es war für mich, die Doku war erschreckend. Ich habe das geschaut. Kate hat mal mehr oder weniger über die Schulter geguckt und hat gemeint, was ist denn das für ein Typ? Und das ist also brutalst, wirklich brutalst, wie man so wenig Empathie haben kann, so von sich überzeugt sein kann auch. Obwohl man richtig Dreck am Stecken hat, obwohl man richtig Scheiße baut, aber so, man muss ja die Drogen nicht nehmen, ist ja jedem sein Ding. Ja, klar ist der Zugang jetzt einfacher, aber ja, dann habe ich halt das gemacht und dann habe ich ein bisschen das gemacht und haha, die sind ja alle so dumm, bei mir kommt keiner auf die Schliche. Oh, brutalst. Oder auch dann am Ende die Szene bei Gericht, wo er da als Zeuge noch vorgeladen war und dann im Zug noch den von der Verhandlung trifft und der ihn erkennt und sie da auch reden und dieses Gespräch. Brutalst einfach. Also das ist für mich wieder so, was in manchen Menschen vorgeht, ist schon heftig. Also wenn man How to Sell Drugs Online Fast geschaut hat, sollte man, denke ich, auf jeden Fall in Shiny Flakes die Doku auch mal mit reingucken, um einfach die Geschichte dahinter, die wahre Geschichte dahinter auch mal noch zu kennen. Das, und dann zu erkennen, okay, die Idee für die Serie ist nicht in irgendeinem Kopf entstanden, sondern es gibt da tatsächlich einen sehr realen Bezug, der mal wieder zeigt, okay, die Welt, wie sie ist ziemlich am Arsch. Ja, also dieser Typ, der ist ja unheimlich von sich selber überzeugt. Und man kann es ja auch so rein psychologisch, sie hatten ja auch immer diesen Psychologen zu Wort kommen lassen, der hat das ja auch nachvollzogen, warum, weshalb, wieso. Also es fing halt mit frühesten Erfahrungen an, mit irgendwelchen Internetforen, wo er dann halt irgendwie relativ schnell aufgestiegen ist und da meinungsführend war und so weiter, ne? Und dann halt, ja, sich das Ding aufgebaut und es lief halt gut und so. Und ja, aber war schon irgendwie, ich fand es einerseits auch schon ein bisschen lustig, was er so erzählt hat, ne? Und dann erstmal gefragt, ey, wie mache ich jetzt hier das Crystal Meth eigentlich, wie kriege ich da 10 Gramm weg, hier hat einer 10 Gramm bestellt und so, wie kriege ich von diesem Stein hier das irgendwie ab, so, ja, nimmst du hier eine Ikea Plastikbox und einen Hammer und Meißel, pass auf, dass du nicht einatmest, ne? Und so. Und ich fand es auch erschreckend, also weil du gerade eben vorhin gesagt hast, ja, die Polizei kommt viel zu schlecht weg, also es hat sich ja wieder gezeigt, dass die Polizei gerade bei solchen Sachen einfach die Waffen total gestreckt hat, haben die einfach keine Fachleute für sowas. Moment, aber da fand ich die eine Aussage von dem im Ruhestand, von dem Kommissar im Ruhestand, der da die Ermittlungen damals geleitet hat, auch ganz, ganz richtig, der sagt, wir sind da rechtsstaatlich an so viele Hürden und Sachen einfach auch gebunden. Da lachen natürlich die Verbrecher drüber. Das ist ja klar. Weil die haben ganz andere Möglichkeiten. Und bis die da immer sich da durchgekämpft haben durch den Verwaltungsdschungel, gibt es halt schon wieder neue Sachverhalte. Und das ist zum einen, ist es gut, damit kein Schindluder getrieben wird. Zum anderen ist es eine absolute Katastrophe, wenn du da wirklich was ermitteln möchtest oder wo hinterher bist.
das ist so ein absolut zweischneidiges Schwert, finde ich. Und da kann ich das schon verstehen, dass dann die denken, ja, guck mal hier, die Polizei, wie doof und was weiß ich was. Du musst aber auch überlegen, wie lange die wahrscheinlich gebraucht haben, bis sie allein diese Überwachungen hatten von den Briefkästen, wo, die, ja, wo der Versand drüber stattgefunden hat und sowas. Und das finde ich halt so krass. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch wieder gut, dass man nicht einfach sagen kann, okay, wir haben hier völlige Polizeiwillkür und machen hier pam, pam, pam. Sondern, ja, schwierig. Ja, ich sag mal so, es müsste halt schon irgendwo, es werden ja auch viele Leute gesucht mittlerweile. Also man hat ja den Bedarf erkannt. Es gibt ja auch dieses Bundesamt für Informationssicherheitstechnik und so weiter, die da auch aktiv werden wollen. Man hat ja den Bedarf erkannt und es muss halt einfach auch in diesen Bereichen, ich sag mal auch in geschlossenen Telegram-Gruppen, wo irgendwelche rechtsstaatlichen Umstürze geplant werden, genauso wie im Darknet oder sonst was, da müssen halt Leute aktiv sein, ja. Es geht ja jetzt nicht darum, nun Leute auszuspionieren, geht einfach darum, dort erstmal präsent zu sein, um zu sehen, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, um dann eben entsprechende Maßnahmen zu treffen. Ich rede jetzt noch gar nicht davon, dass hier der große Überwachungsstaat kommen soll, aber die Polizei muss einfach, wie sie auf der Straße sind, um zu gucken, dass da niemand ein Geschäft überfällt, die müssen halt einfach auch in den modernen Infrastrukturen, nämlich im Internet und im Darknet und in allen möglichen Sachen einfach vertreten sein, ja, dass du halt eben dir nicht sicher sein kannst, okay, ist der mir jetzt, was weiß ich, die Rolex für 500 statt 5000 Euro anbietet, ist das jetzt ein Hehler oder ist es die Polizei, die mich schnappen will oder irgendwas, ne? Es muss einfach die Unsicherheit da sein, einfach durch Präsenz, ja. Na gut, aber ich fand es halt trotzdem, die Polizei, die hat halt völlig, ist völlig im Hintertreffen, das hat sich in der Doku auch gezeigt und dann gesagt hat so, ja, hier, wo die Briefe dann, der hat ja immer mit fiktiven Adressen als Absender, was weiß ich, Blumen und Landschaftsbau, Müller in, was weiß ich, in Backnang, hat er halt als Absender irgendwas verschickt und manchmal kam das halt nicht an und wurde von der Post wieder zurückgeschickt zum Absender, den es natürlich nicht gab. Und da hat dann die Post das halt irgendwo auf den Briefkasten gelegt, was weiß ich, wenn da an der Stegmeierstraße 5 oder was drauf stand, haben sie es halt in der an der Stegmeierstraße 5 auf den Briefkasten gelegt, weil sie die Person nicht gefunden haben. Und dann haben die es aufgemacht, Drogen. Und dann haben der Polizist dann so, ja, und als es dann hier vermehrt aufgetreten ist und wir haben dann mal geguckt da auf die Webseite, oh, das ist ja unglaublich, was wir da... Ja, wobei, da ist auch wieder, es ist ja mehr oder weniger aufgeflogen, auch durch einen dummen Zufall halt, weil irgendjemand, und das ist ja das Nächste, da hat tatsächlich, die haben ja gesagt, komm, wir öffnen mal dieses Brief, den Brief da oder dieses Paket und gucken mal, was drin ist. Und wenn du das jetzt rechtsstaatlich ganz genau nimmst, kannst du damit davon ausgehen, dass der Typ, wo da reingeschaut hat, auch eine Anzeige am Hals hat, wegen Briefgeheimnis, weil er das geöffnet hat. Und das ist aber dann wieder der deutsche Rechtsstaat. Oftmals denke ich an manchen Stellen viel zu verkopft ist und aber das führt in eine falsche Richtung. Also mir tut die Polizei teilweise wirklich leid, weil es gibt sehr viele Polizisten da draußen, die einen verdammt guten Job machen. Das auf jeden Fall, die klar. Die überhaupt keinen einfachen Job haben, von dem ich auch tiefsten Respekt habe, dass sich das teilweise tagtäglich antun. Aber es gibt natürlich bei der Polizei definitiv auch solche Bastarde. Aber die gibt es einfach überall. Die gibt es bei den Lehrern, die gibt es bei Werbeleuten, die gibt es im Innendienst, die gibt es in der Telefonzentrale, die gibt es im Flughafen. Es gibt immer Sotte und Sotte und das macht die Menschheit einfach aus. Ich sag mal so, es muss halt, ich sehe es ja auch bei uns in der Firma, ich bin halt bei uns der sich in irgendwelche neuen Technik und neue Software dann reinnördet und versucht da klarzukommen, schnell und den anderen das zu vermitteln, die jetzt nicht ganz so fit sind in solchen Bereichen und so. Das muss halt bei der Polizei auch geben. Man muss halt gucken werden, dass sich da halt Leute reingeholt werden, die fit sind in den Bereichen und dass die einfach jemanden an der Seite haben, der sagt, der gleich mal die gelbe Signalrakete schießt, ja, so, Achtung hier, das ist jetzt keine Bagatelle und wir müssen da jetzt gucken, wo das herkommt und wie das passiert, weil ansonsten hast du solche schmierigen Arschlöcher da sitzen, die dann so grinsend in die Kamera sagen, ja, ja, genau. Und ich finde es aber gut, dass die Doku nachgeschoben haben, weil es gab ja jetzt mittlerweile schon Fälle, die sich die Serie How to Sell Drugs Online Fast quasi zum Vorbild genommen haben. Stand irgendwie jetzt wieder in der Stuttgarter Zeitung, auch ein Artikel jetzt vorgestern oder so. Ja. Deswegen finde ich es gut, dass sie das nachgeschoben haben, dass es eben kein Erfolgsmodell ist und dass es auch sowas immer schwieriger wird, sowas zu machen. Und ja, genau, finde ich gut. Okay, Mensch, ey, die Zeit, Halleluja, ey, wir sind schon sehr weit, habe ich mir fast gedacht. Erzähl mal was zu Masters of the Universe Revelation.
Ja, also Neuauflage von Masters of the Universe. Kevin Smith, nicht Kevin Smith, Kevin, doch hey, Kevin Smith, Kevin nicht Smith. Kevin James, so wie Kevin Smith und Kevin James gerade verwechselt. Kevin Smith hat da die Finger drin. Viele denken, okay, geil, gibt wieder was von He-Man und oh, Erinnerungen werden wach. Die werden bitter enttäuscht. Das geht in eine ganz andere, frische Richtung. Und der erste Teil, ich habe jetzt den ersten Teil durch, der zweite Teil der ersten Staffel kommt wohl erst noch. Und es ist schon ein bisschen, es ist ja ganz, ganz cool animiert. Es ist jetzt nichts wirklich großartig Besonderes. Für mich halt, weil ich habe damals mit He-Man-Figuren gespielt. Ich habe das geliebt ohne Ende und alles. Deswegen habe ich gesagt, gucke ich da mal rein. Es ist für jeden mal, der wo auch aus dieser Generation kommt oder mit diesen Figuren zu tun hatte oder damit was anfangen kann, auf jeden Fall reinschauen. Aber dann nachher nicht sagen, ich hätte niemanden gewarnt, weil die Geschichte schon ganz anders abdriftet und auch andere Charaktere wirklich in den Mittelpunkt stellt. So viel mal dazu. Also ich würde da erst ein abschließendes Urteil bilden, gerne, wenn der zweite Teil auch da ist. Ah, okay. Das war jetzt schnell, ne? Ja, das war super. Wunderbar. Dann, ich habe da ein bisschen gescheut, noch davor reinzuschauen. Also ich bin noch nicht so, also mit He-Man, Master of Universe bin ich nicht aufgewachsen. Ne? Mal gucken. Ja, dann ist okay. Nicht deins. Mal gucken. Jetzt kommt bestimmt ein He-Man-Rätsel. Ich bin gespannt. Rätselecke. Endlich darf ich die Rätselecke mal wieder moderieren und machen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es liegt ja nicht an uns, dass du nichts gewinnst hier. Na, natürlich ist es halt einfach besser, deswegen kann ich ja nicht gewinnen. Also liegt es schon an euch. Ich darf heute wieder die Rätselecke hier leiten und das freut mich total. Ich habe 3 Fragen und eine Schätzfrage vorbereitet. Und ich bin gespannt, wer mehr Antworten sagen oder richtige Antworten sagen kann. Wir haben am 2. die Kandidatin, die liebe Kate. Hallo, liebe Kate. Tag. Und wir haben den Erik hier. Hallo Erik. Hallo. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Die erste Frage verbindet gleich mal hier wunderschön Elemente von der heutigen Sendung, dem heutigen Film, den wir in der Sneak hatten und von einer ganz, ganz eigenen Welt. Und zwar spielt Anson Mount, der Hauptcharakter aus The Virtuoso, also der Virtuose, spielt auch in Star Trek eine tragende Rolle und wird demnächst auch in einer neuen Serie zu sehen sein. Wen verkörpert er? Das möchte ich gerne von euch wissen. Kate, wen glaubst du verkörpert Anson Mount in Star Trek? In den Serien, in der auch einer kommenden Serie. Auch Star Trek oder auch in die kommende Serie? In Star oder? Trek, ja. In Star Trek. In der einer neuen Star Trek Serie. Eine neuen Star Trek Serie. Google ist nicht so schnell. Nein, ich spiele gerade nebenher was. Ist es ein bekannter Charakter? Ja, finde ich schon. Spock. Okay, was sagt der Erik? Ich habe gerade überhaupt kein Gesicht vor Augen bei Anson Mount. Ich tippe mal Scotty, keine Ahnung. Übrigens, die neue TV-Serie, die gerade gedreht wird, heißt Strange New Worlds. Also ist es dann überhaupt einer von den alten Charakteren oder was? Wenn das Strange New Worlds heißt. Also ich tippe mal Scotty, was weiß ich da, der Maschinen-Ingenieur. Nein, nee. Er spielt Captain Christopher Pike. Tatsächlich den Captain? Oh, Pike! Okay. Ja, oh, Pike, ah, guck mal an. Okay, es sind leider 0 zu 0 nach der ersten Frage. Warte mal ganz kurz, ich brauche ein Gesicht. Anson Mount, ich muss mal ganz kurz googeln. Ach, der ist das. Ja, das war doch der Hauptdarsteller aus dem Virtuoso, ne? Das war doch der Killer, oder? Was habe ich denn einleitend gesagt? Schön, okay. Dass mir so zugehört wird. Ja, du hast gesagt, dass der in dem Film war, aber ich wusste jetzt nicht, dass der der Hauptdarsteller war. Ja, als der war. Virtuoso, okay. Habe ich sogar gesagt. Aber ist schon okay. Vielen Dank fürs nicht Zuhören. Ich wusste nicht, dass der Killer der Virtuoso ist. Ich wusste nicht, dass der Killer der Virtuoso ist. Der heißt übrigens Anson Mount der Vierte. Ja, okay, wegen mir. Also, ich dachte, die erste Frage ist eine Einstiegsfrage, die relativ einfach ist, aber es bleibt beim 0-0, das ist schon mal gut. Zweite Frage. Seine Eltern. Ich habe gesagt, ich hau euch weg. Warte mal, ich hab noch Fun Fact. Seine Mutter heißt Anson Adams Mount die Zweite und seine Schwester heißt Anson Adams Mount die Dritte. Also, was ist da mit der Familie los? Also, das gibt's doch nicht. Die machen sich's halt einfach. Das ist wie Kind 1, Kind 2, Kind 3 und Kind 4. Zweite Frage. Und zwar geht's jetzt um Mila Jovovich. Wer kennt sie nicht? Die Hauptdarstellerin aus einem anderen Film, den wir heute vorgestellt haben, lieber Erik. Monster Hunter. Und zwar
Habe ich jetzt schon. Ja, genau, Moment. Monster Hunter. Nein, Mila Jovovic beherrscht verschiedene Kampfsportarten. Und ich nenne euch vier. Drei davon beherrscht sie. Die Frage ist, welche nicht? Also, sie beherrscht verschiedene Kampfsportarten. Ich nenne euch vier. Drei davon kann sie. Und ihr sollt rausfinden, welche nicht. So, die vier Kampfsportarten, die ich euch nenne, sind Kung Fu, Krav Maga, Wushu und Taekwondo. Kate, welche kann sie nicht? Warum muss Kate immer zuerst? Okay. Ladies first, außerdem steht es 0-0. Ach so. Ich habe gerade Luft geholt hier. Ich schätze, dass sie kein... Was war das zweite? Kannst du alle also nochmal vorlesen? Nochmal. Kung-Fu, ja? Kung-Fu, Krav Maga, Wushu und Taekwondo. Gibt's Wushu überhaupt? Ich nehme Krav Maga, kann sie nicht. Das wollte okay, was sagt der Erik? Wollte ich eigentlich auch sagen, weil die anderen sind sehr ähnlich. Das heißt, wenn man die... dann nehme ich das... was hast du zuletzt gesagt? Taekwondo, nehme ich das. Taekwondo. Damit wir nicht das Gleiche haben. Mila Jovovic beherrscht verschiedene Kampfsportarten, nämlich noch mehr, wie ich die genannt habe. Und die drei, die sie beherrscht, sind Kung-Fu, Wushu und Taekwondo. Sie beherrscht kein Krav Maga. Das heißt, Punkt für die Kate. Yeah. Das hätte ich nämlich auch gedacht. Weil das ist, Krav Maga ist ja... Ja, weil Krav Maga ist dieses israelische Ding, wo du quasi Tische und irgendwas, Gläser mit einbeziehst und das hat ja mit den anderen nichts zu tun. Mein Schulleiter kann das. So. Dritte Frage. Wenn er Besprechung mit dir hat, ja. Ja, dritte Frage. Es steht 1-0 für die Kate, das heißt, der Erik darf jetzt als Erster antworten. Oh, ich muss nachziehen. Hey. Und zwar, jetzt geht es um Anthony Hopkins, der auch mitgespielt hat in dem Film The Virtuoso. Das muss ich und mit der Anthony Lotion Hopkins einreiben. Ach nee, das war der andere. Na dran. Anthony Hopkins hätte in einem Superheldenfilm einen Bösewicht spielen sollen. Welchen und wer wurde es stattdessen? Ich sagte, er sollte bei Superman mitspielen und geworden ist es hier der... Ach, wie... Ja, ich sag mal Superman, das sind ja zwei Antworten. Ja, genau. Zwei Punkte also das andere wäre so ein Bonuspunkt, dass es, wenn es unentschieden steht, dass man da quasi ich einen sag, Bonus bei, hat. Bei Superman also, sollte der den Widersacher damals. Also ich find ja diese Fragestellung extrem bescheuert, weil es gibt so ungefähr 80.000 Superheldenfilme. Ja, okay, ich kann es eingrenzen. Es ist nicht Marvel. Hätte okay. Puh, da gibt's Hilfe hier. Und bei mir gab's keine. Hättest du gewartet, du hast ja gleich rausgehauen. Es ist nicht Marvel. Kenn ich mich halt nicht aus. So, er hätte bei Google dauert ein bisschen Wonder manchmal. Woman mitspielen sollen. Und stattdessen hat es halt ein anderer Bösewicht gekriegt. Okay. Bevor du die Antwort also, sagst, ich glaube, bei Joker, für den Joker war jeder mal im Gespräch. In der Tat hätte er einen Bösewicht spielen sollen. Und zwar wollte Director Joel Schumacher ihn haben als für die Rolle als Mr. Freeze im Film Batman und Robin. Hätte er mal über das gemacht, dadurch George Schwarzenegger. Im Endeffekt wollte er jemanden, der etwas kräftiger gebaut ist und stärker gebaut ist, deswegen ging die Rolle an Arnold Schwarzenegger. Damit bleibt es beim 1-0 für die Kate, die damit auch diese Rätselecke heute gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Kate. Sehr gut hier. Warte mal, wo ist denn hier der Applaus da? Das war ein sehr schwieriges Fragen. Hättest du mal gefragt, welche Rolle hat ihm Arnold Schwarzenegger weggenommen? Hättest du wahrscheinlich gesagt, die Rolle vorwärts. Naja, was hättest du als oder kannst du die Schätzfrage noch für anderes Mal nehmen? Oder wie viele Minuten geht der erste und originale Ghostbusters-Film? Ja, das heben wir uns auf. Obwohl das. Keine Ahnung. 124, würde ich sagen. Kate, was sagst du? Komm, jetzt sag was. 136. Er geht 105 Minuten, hätte Erik das gewonnen. Oh. Aber ist egal, im Endeffekt hat Kate gewonnen, so deswegen herzlichen Glückwunsch an Kate. Aber es war noch ein moralischer, ein kleines ein Streicheln. <Ja. lacht> So, dann. Das gönne ich dir. Gucken wir doch mal in die Musikecke. Kate hat ja sehr viel Auswahl aus ihrer Serie. Mann, da gab es ja unheimlich viel Musikauswahl in der Serie. Richtig gute Songs von Skunk and Nancy mit Weak über Garbage mit Stupid Girl über Cranberries mit Zombie. Und ich überbrücke jetzt mal die Zeit, solange bis hier was steht. Ich schmeiß da gleich. Macht ihr doch schon mal. Da machen wir schon mal. Music. Chris, was hast du denn? Ich habe Diviners und
Acerithion mit Feelings. Ist es aus dem russischen Film? Nein. Nee, nein, warum nicht? Gibt es da kein russisches... Aus Gründen. Keinen russischen Song. Also vorhin, wenn ein Hund draußen waren, ist eine Joggerin an uns vorbeigelaufen. Die hatte so eine, wie so eine kleine Boombox, aber jetzt nicht so ein Riesending, sondern so was Kleines irgendwie. Und hat da laut Musik dabei gehört. Das waren irgendwelche russischen, man muss sagen, Tanzsongs, Dance-Songs oder so. Ganz verrückt. Ja. Okay. Ich habe gerade einen kleinen Ohrwurm von einem Song, den ich jetzt vor einiger Zeit zum ersten Mal gehört habe. Und zwar von Andy La Plegula. Der Künstler heißt auch nur La Plegua, wenn man das sucht auf Spotify. Das ist der Sänger von Icon of Coil und Combi Christ, was euch wahrscheinlich nichts sagen wird. Und der wandert jetzt mal auf Solo-Pfaden und hat den Song I Will Heal. Und der ist irgendwie für mich ein ziemlicher Ohrwurm geworden. Dauert ewig lang, bis er sich aufgebaut hat, bis der Refrain kommt, aber dann ist er richtig gut. Ah, ich sehe da was. Kate, was möchtest du draufpacken? Ich hab mich jetzt tatsächlich für Garbage entschieden mit Stupid Girl. Sehr gut. Habe ich noch die komplette CD hier hinten irgendwo in meinem Regal von damals? Lang, lang ist her. Waren noch andere gute Sachen drauf. Ich glaube, Milk war da auch mit drauf und so. Cooles Ding, habe ich rauf und runter gehört. Okay, dann möchte ich mich auch noch bei allen bedanken, die uns auf diversen Plattformen unterstützen, zum Beispiel auf Patreon, wo ihr den Podcast unterstützen könnt mit kleinen Obolus. Und ich bedanke mich auch bei allen, die immer die Sendung weiterempfehlen, das Retweeten, wenn ich den Tweet absetze, dass es eine neue Folge gibt und so weiter. Ne? Vielen Dank dafür. Und gerne. Ja, mal schauen, ob ich es bis morgen schaffe in die Sneak Preview, dann bin ich mal wieder dabei. Ansonsten wird es nochmal eine Woche Heimsneak. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.